Gut, also ich vermute mal, das Tor werde ich wahrscheinlich nicht mehr brauchen. So, angenommen, wir brauchen das Tor nicht mehr, da kann ich mit denen tauschen, Kristall abnehmen, kann ihnen den Kristall geben, da komme ich schon mal ein Stück weiter. Über beide Brücken werde ich es aber nicht schaffen. Andererseits, wenn er den Kristall hat, ist doch egal, den kann ich auch von da vorne aktivieren. Beziehungsweise, nein, von da hinten sehe ich ohnehin das Auge schon. Ich glaube, da kann ich auch die Harfe aktivieren. Okay, wo ist denn da jetzt das Problem? Was habe ich jetzt wieder übersehen? Was habe ich jetzt schon wieder übersehen? Vielleicht schaffe ich es sogar über beide Brücken. Dann nehme ich jetzt den Kristall mit. Ach so, der ist ein. Da hätte man aber auch drauf kommen können. Da hätte man drauf kommen können. Ah, ich verstehe, ich muss den Kristall jetzt nochmal mitnehmen. So. Richtig. Andererseits. Frage ich mich gerade. Es geht ja, glaube ich, nicht. Wie kriege ich den hier an? Also der wäre ja kein Problem von hier, aber wie kriege ich den an? Ist auch kein Problem. Ja, nee, ist kein Problem. Ist jo kein Problem. Habe ich nämlich gedacht, das Tauschgerät noch mal hinter das Tor bringen. Aber ich musste einfach nur so vor die Harfe. Easy. Zweite Teil war jetzt einfacher wie der erste. Obwohl der erste war gar nicht so schwer, ich habe mich aber nur blöd angestellt jetzt wieder. Mal. Nur wer die Konfrontation sucht, kann auch dafür kämpfen, neue zukunftsweisende Pfade zu erhellen. Habe ich mir notiert im Kalender. Oder im Buch der dümmsten Sprüche der Welt. Ja. Ich glaube, so viele können es gar nicht mehr sein. Es waren doch schon einige, die wir gemacht haben. An der Stelle mache ich wieder eine Pause. Da haben wir aufgehört. Also kurz vorm nächsten Tor wird wahrscheinlich wieder eine Zwischensequenz sein. Urteilsvermögen.
So, gut, ist wieder ein Auge. Da kommt man gar nicht hin. Jetzt aber Moment, Moment. Wie soll ich den dann überhaupt anbekommen jetzt? Muss ja entweder da lang laufen. Entweder eine Brücke aufgebaut oder so. Hier nicht. Dort ja. Nee, hier ist auch keine Brücke. Ach, Moment. Klar, ich muss das doch erstmal auf mich richten. Ich denke, wie soll das funktionieren? Natürlich. Ich stehe doch im Tunnel dann. So. Okay, das ist, glaube ich, erstmal falsch. Wenn ich nämlich tausche, dann strahlt der andere Tunnel falsch. Aber da wird ja gar keine Brücke aufgebaut. Nee, da komme ich ja gar nicht hin. Also gibt es ja nur die eine Möglichkeit. Ich kann ja auch wieder... Achso, nee, der Tunnel. So, wo müsste der hinstrahlen überhaupt? Genau, wenn ich nämlich dann tausche, dann stehe ich direkt wieder im Tunnel. Ah. Da habe ich doch jemanden vergessen. Ach so, ich muss doch auf die andere Seite. Was laber ich wieder für einen Scheiß? Moment, aber ach so, von da hinten geht's wahrscheinlich. Okay. Das ging schon mal. So, bis da nach vorne komme ich. Da könnte ich noch das Auge sehen. Bis dahin, gut. Achso, die Harfe kann ich ja gar nicht aktivieren. Deswegen muss ich den dort hinten jetzt wahrscheinlich wieder zur Harfe drehen. Oder steht da eine Mauer davor? Oh, nee, das geht schon mal nicht. Ach so, nein, den Tunnel um 45 Grad hier hin. Ich glaube, der dürfte genau da ins Eck gehen. Da kann ich das Auge betrachten, dann stehe ich hier im Tunnel, kann die Harfe aktivieren, kann rüberlaufen. Wo ist das Problem? Passt doch schon, hoffe ich. So, damit habe ich schon mal richtig gelegen. Rüberlaufen. Auge betrachten. Harfe aktivieren. Das war ja mal schnell. So, das Gesetz schützt alle. Wahres Urteilsvermögen bedeutet, zwischen Gerechten und Ungerechten unterscheiden zu können. Scheiße stinkt.
Hat er jetzt noch mehr Leute auf seine Seite gezogen? Okay, die, wo die Augenbinden noch aufhaben, die. Ah, die werden jetzt bedroht langsam. Wegrationalisiert. Und da haben sie neue dazu gewonnen. Gucken Sie da gierig das Geld an. Nee, das ist nicht gut. Nicht gut. Geld böse. Böse, böse, böse. Er macht nicht mehr seinen Hitlergruß, du. Ja, sehr schön. So. Jetzt aber noch mal so ungefähr 1, 2, 3 Levels. Dann aber. Großzügigkeit. Wenn du mich so anguckst, dann kann ich nicht. Guck weg. So gut, den kann ich mal drehen. Ich muss auf jeden Fall dort ganz nach hinten. Wozu der Tunnel? Ich schätze mal, der muss auf jeden Fall. Oder brauche ich den da irgendwie? Nee. Da bringt er absolut nichts. Doch, höchstens, wenn ich die Harfe vielleicht aktivieren will oder so. Ich denke eher, ich brauche den hier irgendwie. Ich würde mal sagen, das Tauschgerät holen wir mal hierher. Wir könnten mal. Ach so, das Auge kriegt man ja nie durch die Stacheln. Das geht nicht. Vollkommen ausgeschlossen. Aber Moment mal, wenn ich das Auge hierher bringe. Er bringt auch nicht viel. Aber was mache ich überhaupt? Ich habe doch. Hier ein Tauschgerät mit der Magie, ist das doch kein Problem, da kann ich mir doch immer wieder neue Energie holen. So. Komme ich auf jeden Fall mal rüber. Okay, das Auge sieht man noch, das ist schon mal gut. Hätte ich das jetzt nicht geschafft? Mal ein bisschen später aktivieren oder so?
Wie, was? Kann der den da nicht hinstellen? Ach, wurde nicht erweckt. Oh, Mann. So langsam fängt es bei mir an, blöd zu werden. Nein. Tauschen. Ist da. Noch ein Stück vor, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Und. Muss doch gehen, muss doch gehen, muss doch gehen. Geht doch. Oh je. So, da kann ich so zu der Klauenfisch. Okay. Wie sieht's da hinten aus? Okay, da hätte ich das Auge. Das heißt, ich könnte mit den Teleportationsgerät. Auf jeden Fall von hier, also wenn ich das Teleportationsgerät da vorne nach vorne bringe, kann ich schon mal tauschen. Wenn ich tausche, müsste ich noch ja, mir neue Energie von da hinten holen, wieder hierher kommen, wieder tauschen, Hafer aktivieren, rüberlaufen. So, wieder. Ist doch wieder einfach. Ne, Moment. Ich hab ja vergessen. Diese Brücke noch. Ach, ich muss da wieder Energie holen. Moment, das schaffe ich doch wieder nicht. Schaffe ich es doch nicht, über die Brücke zu kommen. Ach so, das Auge. Das allsehende Auge. So, schon mal hierher befördern. Nein. Bringt mir irgendwie alles einen Scheiß. So. Kleinen Schluck nehmen.
So. Das verstehe ich jetzt nicht, wieso ich das mache. Okay, dort hätte ich auf jeden Fall schon mal so einen Strahl. Hätte ich noch einen Strahl? War da nicht noch einer dort vorne irgendwo? Hier wäre einer. Ich könnte schwören, dort wäre noch einer. So. Also der muss irgendwie anders sein. Ich glaube, den brauche ich. Ah, gut. Jetzt kann ich im Prinzip... Jetzt brauche ich nur wieder rüber zu laufen, ist ja kein Problem. Dann kann ich schon mal die Harfe aktivieren. Kann dort. Also erstmal darüber laufen, dann da nach hinten. Und von dort hinten kann ich wieder mit den Teleportations. Mit dem Tauschgerät. Tauschen. Ah, mach schon. Ach so, das ist natürlich auch blöd. Der Tunnel schaltet sich wieder ab. Ich hab gar nicht bedacht. Auf der anderen Seite wäre ich ungefähr hier. Von da. Verstehst, ne? Also die dunkle Energie, die wir haben. Die reicht nicht, bis an den Tunnel zu kommen. Da muss ich also irgendwie mit dem Teleportationsgerät nenne ich das schon. Im Tauschgerät muss ich da jetzt irgendwie arbeiten. Ah, Moment, da kann man doch bestimmt durchschauen. Das heißt, ich muss da... Ah, da sehe ich das Auge wahrscheinlich gar nicht. Ach Gott. Das Auge könnte ich jetzt aber wahrscheinlich hier hinbringen. Also, Tauschgerät, vielleicht auf die andere Seite. Ist ja nicht umsonst hier so eine Lücke. Ich müsste es sogar noch fast schaffen. Ich da am Eck die Harfe aktivieren. Ah ne, bis ans Eck laufen mit der dunklen Energie. Tauschgerät verwenden. Harfe aktivieren, rüberlaufen. Und hier wieder Tauschgerät. So. Aber ich denke, da wir jetzt das Auge, glaube ich, ja gar nicht mehr brauchen. Die dunkle Energie langt vollkommen aus. Muss ich das Auge erstmal dahin bringen. Ja. So.
Ach, da ist ja sowieso das Auge, also ist völlig egal. Ich bin gleich im Tunnel. So. Klappt doch alles sehr gut. Oh. Das ist aber nicht so ganz. Ja. Das ist nicht so gut. Ach so, was wollte ich eigentlich? Ich wollte doch... Ah, dann hätte ich den Tunnel wahrscheinlich doch hierher bringen sollen. Ja. Ach, scheiße. Jetzt den ganzen Käse nochmal. So. So, jetzt ne, Teleportationsgerät. Ja, Teleportation, jetzt sage ich. Nenne ich. Andererseits, es wird jetzt schwierig. Problem ist, da ich kann rüber, kann das Auge betätigen, habe den Tunnel. Der ist jetzt aber dort nach hinten. Aber ich darf dann, falls der auf der anderen Seite, falls ich den da jetzt auf die andere Seite krieg, geh auf die andere Seite und schaff das. Also wenn ich erstmal tausche, dann bin ich ja quasi an seiner Position. Nicht an der dunklen Energie und dann schaffe ich es von da hinten nicht. Über die Brücke. Verstehe ich jetzt gerade nicht. Aber die Harfe hätte ich ja aktivieren können. Ach, der strahlt noch nicht mal da rein, oder was? Das für ein Scheiß wieder. Das kann ja gar nicht mehr stimmen. Oh. Das ist also Bullshit gewesen. So, der Tunnel zeigt auf mich. Also wenn wir es nochmal rückgängig machen, der muss glaube ich doch hierher. Kann ich Hafer aktivieren, kann außen rumlaufen. Bin ich hier. Kann ich wieder Auge beobachten, bin wieder im Tunnel. Tauschgerät muss aber dann hier am Eck sein. Das war, glaube ich, das Problem. Tauschgerät muss ich irgendwie da ans Eck bekommen. So, auf jeden Fall ist das mal falsch.